Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von TechFan TV. Heute zeige ich euch die Monster Beat Solo HD bei Dr. Dre. So, dann fangen wir mal an. Die Verpackung ist wirklich sehr hochwertig, was man bei dem Preis eigentlich auch erwarten kann. Hier haben wir ein kleines Cover, was mit einem Magnet zusammengehalten wird. Okay, jetzt packen wir es mal aus. Ja, ein bisschen umständlich, es rauszubekommen. Okay, hier haben wir schon die eigentliche Box, wo die Beats drin sind. Hier wieder eine kleine Lasche zum das Öffnen, welche auch mit einem Magnet zusammengehalten wird. So, jetzt haben wir hier wieder ein kleines Kästchen. Hier habt ihr ein Monster Beats Reinigungstuch, um Fingerabdrücke oder anderes von euren Beats zu entfernen. Dann einige Garantiehinweise, eine Betriebsanleitung und Kundensupport-Informationen. So, nun kommen wir zu den Control Talk Kopfhörern für euer iPhone. Wir haben einen Laut- und Leiser-Button, den Play- und Stop-Button. Ja, hier haben wir einen 3,5 mm Klinkeanschluss, welcher beim Einstecken in euer iPhone einrastet und somit sehr guten Halt gewährt. So, nun kommen wir zum Softcase. Das eignet sich sehr gut zum Transport, wodurch eure Beats vor Zerbrechen oder Kratzen geschützt werden. Es hat eine sehr gute Qualität außerdem. Vorne drauf befindet sich noch ein Beats bei Dr. Dre Logo. Ja. Innen drin befindet sich ein weiteres Kabel, welches aber keine Control-Talk-Funktion hat. Und natürlich die weißen Solo HD. Halten wir die Beats erstmal auseinander. Sie haben einen weißen Klavierlack und sind somit für Fingerabdrücke ziemlich anfällig. Ansonsten haben sie eine sehr gute Verarbeitung. Oben sieht man den Beats bei Dr. Dre Schriftzug. Die Beats bei Dr. Dre sind außerdem größenverstellbar, womit sie sich jedem Kopf bequem anpassen lassen. So, nun zeige ich euch einen kleinen Stretch-Test, womit ich euch beweisen kann, dass die Solo HD wirklich sehr robust sind. Die Beats sind außerdem sehr bequem, da sie weich gepolsterte On-Ear-Kopfhörer besitzen. So, nun komme ich nochmal kurz zum Softcase. Innerhalb des Softcases befindet sich ein kleines Fach, worin ihr eure Kopfhörer super für den Transport verstauen könnt. Das war's. Nun komme ich zu einem kleinen Fazit der Solo HD. Die positiven Aspekte der Solo HD sind der gute Klang, das gute Design, sie sind bequem zu tragen und sie sind sehr robust. Der einzigste negative Aspekt daran ist der hohe Preis. Wenn dir das Video gefallen hat, klick Gefällt mir und abonniere unseren Channel. Ciao, bis zum nächsten Mal.